Der Weg vom Parque Nacional Estero de Libera in die nordöstlichste Provinz von Argentinien war eine recht ruppige Erdstraße, die an vielen Baumschulen vorbeiführte. Und dementsprechend waren auch viele Holzlaster unterwegs. Alles kein Thema, aber die Staubwolken waren schon gewaltig. Und überholen war leider auch schwierig, weil eng und halt keine Sicht. Doch dann hat's geklappt. Aber wir waren dann doch sehr froh, als wir die sanften Hügel von Misiones erreicht haben. Das viele Grün tut einfach gut nach all dem trockenen Staub. Die Straße führt uns über die Hügel hinab zum Rio Uruguay. Ziel des heutigen Ausflugs sind die Mocona-Wasserfälle. Wir sind schon sehr gespannt. Eine Laune der Natur hat den Fluss gespalten und lässt ihn so auf zwei Ebenen dahinfließen. Das Ergebnis ist der wohl breiteste Wasserfall der Welt mit einer Länge von über 3 Kilometern. Absolut einzigartig und sehr eindrücklich. Nach diesem imponierenden Naturereignis machen wir uns auf den Weg in den Norden. Ich habe wieder mal eine kleine Straße quer durch die Hügel gefunden. Mal sehen, wie es uns da ergeht. Im Gegensatz zu anderen Routen war diese Straße ganz prima. Sie war breit genug für Globi und die Bäume haben sich auch netterweise zurückgehalten. Dafür ging es in einer Tour rauf und runter, fast wie auf einer Achterbahn. Sehr lustig. Für Globi bedeutet das natürlich Schwerstarbeit, aber er macht das prima. Und für irgendwas müssen ja die ganzen Pferdestärken auch nützlich sein. Der Verkehr hielt sich total in Grenzen. Außer dem einen Auto vorhin sind wir wirklich niemandem begegnet. Dafür genossen wir es, durch diesen Urwald zu fahren, auch wenn es manchmal schon ganz schön arg schaukelte. Ich schaffte es trotzdem, einige Notizen zu machen. Ursprünglich hatten wir vorgehabt, hier irgendwo in den Hügeln zu übernachten. Aber der Wald war überall sehr dicht und es gab auch keine Ausweichstellen. Also beschlossen wir, bis zum Ende der Straße zu fahren, wo es einen Campground geben sollte. Und tatsächlich gab es da einen großen Stellplatz. Die kleine Brücke war stabil genug und so konnten wir hinauffahren. Der Verwalter hatte uns gezeigt, wo wir stehen konnten. Doch leider hing dieses Stromkabel ein klitzekleines bisschen zu tief.
Also hieß es rauf auf die Seilwinde und versuchen, mit dem Besen das Kabel abzuwehren. Hat geklappt und somit stand einer gemütlichen Zeit auf dem ruhigen Plätzchen nichts mehr im Wege. Nach zwei erholsamen Tagen machen wir uns wieder auf die Socken. Der Norden und damit Brasilien und Paraguay warten.